Hallo, ich bin Michael, bin 19 Jahre alt, mache eine Ausbildung zum Orthopädie-Technik-Mechaniker bei der Firma Glotz in Gerlingen und bin im dritten Lehrjahr. Das Tolle am Beruf des Orthopädie-Technikers ist es, dass es ein sehr sicherer Job ist. Diese Arbeit wird einem nie eine Maschine abnehmen. Wenn beispielsweise ein Kunde mit einer Unterschenkelamputation zu uns kommt, beraten wir diesen Kunden erst einmal und gehen auf seine Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir holen uns dann das Modell von seinem Stumpf, eben in Gipsform, und modellieren dieses Modell zu, und der Patient läuft dann einige Zeit mit einer Testversorgung. Beim Tiefziehvorgang wird eine PETG-Platte in eine speziell dafür hergestellte Halterung eingespannt, erhitzt und dann unter Vakuum über das Gipsmodell tiefgezogen. Wenn der Kunde und wir mit der Testversorgung zufrieden sind, wird eine Definitivversorgung aus Carbon-Glasfasertechnik hergestellt und damit wird dann der endgültige Schaft dem Kunden übergeben und damit steigert dann auch der Kunde seine Lebensqualität. Wenn man den Beruf des Orthopädie-Technikers erlernt, ist es wichtig, handwerkliches Geschick mitzubringen, genauso wie technisches Verständnis, großes Einfühlungsvermögen und viel Geduld und Begeisterung an der Arbeit mit dem Patienten. Bei dem Schleifen mit der Trichterschleifmaschine ist es wichtig, dass am Schaft keine Kanten und Ecken sind, damit kein Verletzungsrisiko für den Patienten besteht. Das Tolle am Beruf des Orthopädie-Technikers ist es, den Leuten wieder auf die Beine zu helfen und das Glückliche in den Gesichtern der Patienten zu sehen, dass man ihnen eben jetzt wieder ein Stück Lebensqualität und Lebensfreude zurückgegeben hat.